Wir haben ihn das Vieh jetzt bezwungen und hab vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Aber hey. Den Rettungsringschlüssel. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück. Ist das der Schlüssel zum Notfallkommunikationsraum? Ja, verschwinden wir aus diesem Monster-Drecksloch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, noch einmal, bei Resident Evil. Hey, Revelations, jetzt haben wir's. Tagebuch, na, das will ich jetzt nicht lesen. Ich weiß, dass du leicht mutiert bist. So, was haben wir denn? War hier nicht irgendwo so ein Räumchen mit dem Schlüssel? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist hier noch ein bisschen Munition. Was war das? Ich höre Geräusche. Nicht gut. Ah, da. Da müssen wir jetzt lang. Und auf damit. So, jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe, nämlich dieses Ding. Es muss verschlossen worden sein. Ach nein, so ein komisches Minispiel da. Ja, komm, mach auf das Ding. Festhalten, loslassen mit F. Yay! Ein Aufzug! Brücke, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber ich trinke mal einen Schluck. Bin ich hier richtig? Kann mir das irgendeiner beantworten? Ich weiß es nicht. Okay, aber hier komme ich rein. Hier ist Treppenhaus. Die Räumlichkeiten kommen mir auch schon wieder erschreckend bekannt vor. Naja, es ist ein Schiff. Hier kann jeder Raum irgendwie mal gleich aussehen. Hier waren wir doch schon mal. Wo ist denn in diesem Spiel überhaupt die Map? Ziel. Ganz schön, aber hallo, ich möchte gerne. Gegenwärtig sind wir da. Verdammt, wir hätten, glaube ich, runtergemusst. Denn hier waren wir schon mal. Das kommt mir alles so bekannt vor. Ach, guck mal an. Nee. Hier waren wir auch schon mal. Oder nicht? Ja. Hier waren wir schon. Jetzt habe ich es wieder. Komm, open the door. Einmal Kommando zurück. Wir müssen aufs Vordeck, glaube ich, dann. Wäre jetzt mal so eine Vermutung. Waren wir hier schon mal? Kollege? Hm, wird schon nachkommen. Geht doch. Nein, hier waren wir noch nicht. Jetzt haben wir es. Findet sich ein Kartenleser. Oh, nö. Nö, 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 nö. Pistolenmunition.
Noch mehr Munition. Granaten. Man könnte fast meinen, hier wartet schon wieder ein Endboss auf uns. Okay, hier würde ein Endboss auf uns warten. Wenn wir denn die richtigen Teile hätten. So, wo bin ich denn? Waffenkiste. Vorne ist eine Waffenkiste. Habe ich die übersehen? Also wir müssten eigentlich... Ich will hier runter. Das heißt, noch ein runter oder was? Aber wo war denn hier jetzt der Waffenkiste? Ja, wundert euch nicht, dass ich es hier gerade so mit... Da. Da ist eine Waffenkiste. Da ist das hier ein bisschen mit Umweg immer mache, weil F4 darf ich nicht drücken aus dem einfachen Grund. Da schalte ich nämlich die Webcam ein. Und die sollte ja wohl anbleiben. Hier ist noch was. Kartenleser. Okay, also hier kommen wir noch nicht hin. Würde ich jetzt mal behaupten. Da muss ich über die Brücke oder was? So, wenn ich jetzt hier bin. Brücke, danke. Da komme ich aber auch nicht weiter. Es sei denn... Wir schauen gleich mal, wo wir sind. So, nächster Versuch. So, wir sind jetzt da. Sprich, wenn wir da lang latschen. Ich will hier hin. Hier müsste irgendwo noch ein Aufzug. Ne, das war da auch der Aufzug, wo wir gerade waren. Oder nicht? Aber auf jeden Fall, hier waren wir schon. Jetzt macht sie schon ganz folgerichtig die Funzel an. Hier war das. Von hier kamen wir doch erst. Hier waren wir doch auch schon mal. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich tue. Aber auf jeden Fall, hier haben wir einen Aufzug. Unterer. Kollege ist schon wieder nicht da. Ich bin zu schnell für den. Eindeutig. Ups. So, und jetzt wieder ein Blick auf die Karte. Da hinten, es führt uns schon ein Weg dahin. Hoffe ich. Ja, Kollege ist da. Ist ja nicht zu überhören. Hier war wieder das mit dem Kartenleser. Ah ja, hier waren wir auch schon mal. Sieht nach dem richtigen Weg aus. Ob es ist? Who knows? Komm, latsch schneller. Sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Laut Karte sind wir sogar richtig. Jawohl. Yes, endlich. Zwischensequenz. Oh, er wieder. Ich bin still. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Wovon redest du? Ignorante Kreaturen, die nicht von uns
Hey, kommt mal her. Schaut. So soll ich dann schmerzende Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angedenken noch ewig abnehmen. Unser maskierter Freund. Doch dient mein Wort zum Samen, daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, die ich speise. Reden und weinen werdet ihr sehen zusammen. Ich weiß nicht, wer du bist und wie und warum du hier herunterkommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Guppies in Haie! Ruhe! Und selbst ein Kind kann erraten, was danach passiert. Wir sind Veltro, rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veltro. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren. Er zitiert Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe verstanden. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los, ihr zwei. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Dann trag lieber deine warmen Schlüpfe ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Gar nichts. Ich dachte, das Mittelmeer wäre wie ein großer See. Hab Geduld. Ein Schiff auf dem Meer ist sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Haben wir nicht ihn gesucht? Oder wie? Oder was? Ich rall gar nichts mehr. Ah ja. Na ja, ein A. Wow, besiegen sie 150... Okay. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Speichern beendet. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.